war ja schier entsetzt, als Herr Grabmann vom Phantom Europeaner sprach, weil ich glaubte, mit dem Thema Deutsche Digitale Bibliothek, mit einem Terminus aus der Autowelt hantieren zu können, nämlich den Erlkönig. Aber der Erlkönig ist ja viel zu konkret zum Thema Phantom. Ich möchte aber doch etwas ausholen, da der Begriff des Phantoms dann doch noch bei mir gilt. Sie haben, Herr Tümmler, eben auf den Begriff des Herkommens aus den Museen hingewiesen. Wenn wir dorthin schauen, ich habe es ganz bewusst genommen, Sie sehen unten rechts in der Ecke Google Earth. Ich habe da nicht irgendwie gefaked, indem ich aus dem Bild etwas rausgeschnitten habe, sondern bewusstermaßen versucht, wenigstens im Eingang etwas zusammenzubringen, was für uns natürlich, das ist ja auch die Frage an Herrn Rohde-Enslin am Schluss gewesen, was man gar nicht mehr voneinander trennen kann. Ich könnte dazu auch noch, wenn wir über das Thema Museumsinsel reden, und da sehen Sie auf der sozusagen rechts am Bildrand die Verleihungsurkunde zur Aufnahme der Museumsinsel in die Welterbeliste. Bewusstermaßen Welterbeliste, nicht Kulturerbeliste und nicht Naturerbeliste, sondern Welterbeliste daneben gestellt. Hier ist eine Verbindung von allem. Und wenn Sie sich über die Museumsinsel gut informieren wollen, dann können Sie es genauso gut mit Wikipedia machen wie mit unseren eigenen Seiten. Und im Gegensatz, ich sage das auch aus Überzeugung, stehen dort in der Regel die Wahrheiten und nicht die Unpräzisheiten. Das, was man früher unterstellte. Also, wir verstehen uns als Teil des Ganzen. Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz, wenn ich über das Thema Europeaner und über das Thema der DDB rede, sondern als Teil eines größeren Systems. Europeaner ist ja etwas, was schon am Netz ist, wo man etwas sehen kann und auch dann nachvollziehen kann, ob das, was da an strategischem Plan, also als Policy, existiert, ob das denn auch der Wahrheit entspricht. Das ist ja sicherlich ein Ansatz, den man immer haben muss, gerade wenn man in Konkurrenz zu anderen Initiativen sozusagen aus dem weltweiten Web heraus, wie Wikipedia oder aus dem Bereich kommerzieller Interessen, die etwas an den Mann bringen wollen, um damit Geld zu verdienen, was ja im Grunde auch nicht schlecht ist von vornherein. Aber man muss sich daran messen, kommt man mit seinem eigenen Auftritt dorthin, wo man sich selbst sehen wollte. Und dann gibt es eine wunderbare Grafik mit einem Visitor Survey der Europeaner, die sich dadurch auszeichnet, dass das Ganze in den technischen Funktionen, Sie sehen es, ich brauche das nicht alles vorlesen, sagen wir mal, mäßig funktioniert, aber wenn Sie die unterste Zeile sich ansehen, nämlich die Glaubwürdigkeit, da sind Dinge, und da zähle ich neben der Europeaner dann auch die ganzen anderen nationalen Portale zu kulturellem Erbe oder zu Kulturgütern, zu sehr hoch angesehen. Das ist etwas, was im Grunde die Politik, aber auch die beteiligten Einrichtungen, die in diese Dinge reinspeisen, seit Jahren als Ziel haben. Dann etwas gleich noch zu Anfang, ich will es nicht am Schluss sagen, Kontextualisierung. Kontextualisierung ist ein Grundbegriff der wissenschaftlichen Arbeit, der Forschung. Ohne Kontextualisierung funktioniert nichts. Und wir können uns natürlich sicher sein, wenn Wissenschaftler zuarbeiten, dass Kontextualisierung das höchste Prinzip ist. Und damit auch wieder das Thema der Wahrhaftigkeit unterstützt, weil Kontextualisierung natürlich auch einen Evaluierungsprozess voraussetzt. Typisierung, und dann bin ich Archäologe von Haus aus, die Typisierung steht zumindest beim Archäologen am Anfang der Arbeit und bei den Kunsthistorikern mir fast manchmal zu viel, weil auch heute in den Museen noch viel so schön nach Gattungen, wie so sich die Arche Noah irgendwann mal zusammensetze. Von jedem zwei und schön säuberlich nebeneinander getrennt. Die Archäologie, die Kulturgeschichte, die Ethnologie lebt davon, dass alles zusammengehört und dadurch dann auch wissenschaftliche Mehrwerte kommen. Das Thema, dann werde ich auf den Vortrag selbst eingehen, nochmal.
Kulturgut und Kulturerbe. Ich habe da etwas Probleme mit dem deutschen Begriff Kulturerbe, kulturelles Erbe zu arbeiten. Wo beginnt das? Herr Rohde-Enslin hat da eben zögerlich reagiert. Ob nun ein Dürer-Gemälde oder ein Gemälde von Gerhard Richter, beides ist in der Begrifflichkeit, wie andere kulturelles Erbe verstehen, natürlich kulturelles Erbe und nicht nur deutsche Kunst. An der Nationalgalerie, der alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel steht der schöne Giebelspruch der deutschen Kunst. Im Anfang hat man gedacht, da kommt nur deutsche Kunst rein. Spätestens mit Hugo von Tschudi, also 30 Jahre nach der Eröffnung oder 20 Jahre nach der Eröffnung, war klar, da kommt rein, was der deutschen Kunst gut tut. So ähnlich muss man das mit kulturellem Erbe verstehen, nationales Kulturerbe. Am Hamburger Bahnhof, wenn Sie hingehen, wenn Sie abends vorbeikommen, sehen Sie die wunderbaren blauen Leuchtröhren von Dan Flavin. Was ist das? Das ist dieselbe Frage, die Sie eben gestellt haben. Natürlich ist das in diesem Sinne auch deutsches Kulturerbe, obwohl das Ganze vor gerade mal wie viel 12, 13 Jahren angebracht wurde, ist es Teil des kulturellen Erbes und deshalb weite ich den Begriff auf Kulturgut auf. Kommen wir deshalb, ich bin kein Spezialist, also bei mir sehen Sie die wunderbaren Dinge, die wir eben von Herrn Grabmann gesehen haben, diese wunderbaren Aufteilungen, Aufgliederungen, wie laufen so Systeme. Nur wenn Sie meine Folien und das Elektronenrastermikroskop leben, dann ergeben sich vielleicht ähnliche Strukturen. Sonst bleibe ich beim Wort. Und wenn ich technisch werde, dann ist das technisch für mich das, wo wir in den Verwaltungsbereich reinkommen. 2004, Sie haben es bestimmt heute Morgen schon darauf hingewiesen, gibt es die wunderbare digitale Bibliothek von Google zum ersten Mal. 2004. 2005 die europäische Reaktion. 6 Staatspräsidenten schreiben an den Chef der Europäischen Kommission mit der Bitte, doch schleunigst etwas dagegen zu unternehmen. Wir können unser kulturelles Erbe doch nicht den Amerikanern unter noch so einer Firma überlassen. Ich verweise eben auf ein Bild. Die Probleme haben wir heute nicht mehr. Ich spreche nicht nur für mich. Die Europäische Union hat aber ein anderes Interesse dabei gehabt, dass einerseits sagt, es soll eine Möglichkeit bestehen, dass wir selbst ohne im Grunde nicht inhaltliche Einflussnahme, sondern ohne Steuerung Dritter das kulturelle Erbe in einer möglichst großen Breite selbst darstellen können. Des Weiteren wissenschaftliche Informationen, die, und da sind wir bei einem Thema, wie das Sie angesprochen haben, Veränderbarkeit von Informationen, Weitergabe von Informationen, die Diskussion über Creative Commons Licenses, Herkunft, also Quellen, die dann auch für Seriosität sprechen, dass wir durchaus eine Möglichkeit schaffen, neben all den anderen Dingen, diese Dinge zu berücksichtigen. Dann selbstverständlich in einem Europa, das ja davon lebt, gerade im Kulturbereich, dass dort das Prinzip der Subsidiarität gilt. Und in Deutschland kennen wir die Subsidiarität, dass der Bund möglichst keine Kulturpolitik und keine solchen Dinge machen soll, sondern die Kultur heute bei den Ländern liegt. Hier geht das kaskadenartig runter. Europa möchte etwas tun, dass der Zugriff auf im Grunde die Kultur der europäischen Regionen und dann natürlich in der Vernetzung funktioniert. Und daran hat sich wiederum später aufgrund der I-2010-Policy der Europäischen Kommission haben sich die europäischen Länder daran gehängt und mittlerweile, ich will keine falschen Zahlen in die Welt setzen, 15, 18 nationale Webauftritte wie Gallica, das ist einer der meist nachgefragten, sind jetzt am Netz. Es gab einen Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008, der feststellt, es gibt einen enormen Zuwachs des Medieneinflusses auf Individuum, Gesellschaft und Politik. Es gibt eine Herausbildung neuer Leitmedien. Da war das Internet schon etwas älter, aber es ist wichtig, dass das da einmal wirklich in ein Papier gegossen wurde. Die Herausbildung neuer Leitmedien habe ich genannt. Neue Wertschöpfungsketten, Unternehmensallianzen, Globalisierung, Konzentration in der Medienwirtschaft, Ökonomisierung der Medien und schließlich von der Vielfalt zur
Vervielfältigung desgleichen. Etwas, was einem immer wieder auffällt. Wenn man jenseits dieses Bereichs an den Buchhandel denkt, wir leben von 3-4 Buchketten statt früher von hunderten selbstständigen und durchaus unterschiedlich orientierten kleineren Buchläden. Nur als ein Beispiel, was damit gemeint ist. Daraus leitet der Bund ab die Grundprinzipien der Medien- und Kommunikationspolitik. Das ist der Schutz der Kommunikationsgrundrechte. Das ist die Sicherung der Meinungs- und Medienvielfalt. Das ist die Förderung der Qualität von Medienangeboten und, ganz wichtig, die diskriminierungsfreien Zugänge dazu. Das sind die Anliegen, warum wir das machen, warum wir auch in diesem Fall, ich in Person, hier stehe. Aus diesem Grunde ist man initiativ geworden und es kommen auch Begrifflichkeiten dazu, die, wenn man nachher dann doch dran geht, wie viel investiert in die öffentliche Hand da rein, im Verhältnis zum Beispiel zu Google, dass man sich doch natürlich fragen lassen muss, wie will man das sicherstellen? Denn ein Element, wichtiges Element, Nachhaltigkeit, das Thema Barrierefreiheit, das Element Mehrwerte generieren, da ist Herr Gradmann eben schon dran gewesen, was manchmal im Konflikt zu den Grundsätzen steht, die wir genannt haben. Denn wenn ich auf die ersten Punkte nochmal zurückkomme, es ist das Thema Freiheit der Wissenschaft, aber mit Freiheit der Wissenschaft, da sind wir bei den Lizenzen, wieder ist natürlich das Thema der Urheberrechte betroffen. Wenn ich als Wissenschaftler zu einem wissenschaftlichen Ergebnis komme, dann erwarte ich in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und darüber hinaus, dass man berücksichtigt, dass meine Arbeit, meine Forschungsergebnisse als von mir produziert in die Welt kommen und nicht das, was uns etwas Kopfschmerzen macht in der Diskussion zum Beispiel mit der Europäer. Ich rede jetzt von Seiten der wissenschaftlichen Einrichtungen und zum Teil dann auch von unserer DDB her, dass wir natürlich dies, was in den Creative Commons Licenses ist, als bei der Urheber, als ND, No Derivates, also die Abänderungen, die unter Umständen auch Inhalte verfälschen können, dass das Thema Share-alike, wenn ich etwas gebe, gibst du mir auch, das ist in der wissenschaftlichen Praxis allgemein, das muss ich sagen, ist in der Regel in dem, worüber wir sprachen, auch der Fall und schließlich und letztlich Non-Commercial. Das fiel eben schon bei den Museen mehr noch als bei den Bibliotheken. Die Bibliotheken haben kein Problem damit. Bei den Museen ist es so, dass die heute in der Regel völlig unterfinanziert sind. Auf die eigenen Einrichtungen gesprochen, bei der Stiftung, seit 16 Jahren haben wir einmal zwischendrin eine Erhöhung des Zuschusses bekommen. Den Rest verdienen wir mit Eintrittskarten, mit dem Verkauf von Büchern und Postkarten, Eintrittsgeldern für Sonderausstellungen dazu. Wenn wir alle Dinge, wie zum Beispiel die wunderbaren Nofretete-Bilder, über die wir verfügen, freistellen, dann ist damit unser Unterhalt gefährdet. Ich sage es nur, wenn man über die Dinge redet, wir sind zu allem bereit. Wir sind nicht zu allem bereit, aber dann muss das Prinzip der Finanzierung, der Alimentierung der Einrichtungen natürlich neu verhandelt werden. Und da sind wir in einem kritischen Bereich. Und weil wir in einer Kultureinrichtung sind, sollte das auch gestattet sein. So, jetzt will ich aber mal weitergehen. Ziel bei der Europäer, Sie sehen es, und deshalb sagte ich eben, über Zahlen muss man reden, man will bis 2015 etwa 30 Millionen Einheiten jeglicher Form im Netz haben. Sie sehen, ich habe etwas größer gesetzt, Germany von jetzt 3 Millionen auf 5,5 Millionen. Wir sind der größte Beiträger und deshalb, jetzt gehen wir gleich weiter, kommen wir natürlich dazu, dass wir hier etwas installiert haben. Wir nennen uns selbst Kompetenznetzwerk, um die DDB zu installieren, damit wir diese Beiträge leisten können. Denn die kommen nicht alle von irgendwoher an die Europäer, sondern müssen durchaus gewissen Grundsätzen und Steuerungen und Unterstützungen genügen. Wenn wir über das Thema der Zulieferer von der DDB reden, Sie haben alle bestimmt schon mal einen Blick in die Webseite geworfen, dann steht da drin 30.000 Einrichtungen, die beisteuern können. Sie können sich vorstellen, von den 30.000 Einrichtungen nehmen Sie mal
die großen und mittleren Bibliotheken raus, die großen und mittleren Museen, entsprechend mit den Archiven, und der Rest weiß gar nicht, wie er das schaffen soll. Schon allein vom Konzept her. In der Praxis wird das Ganze noch anders aussehen. Also deshalb ist hier wirklich Unterstützung vonnöten. Ich sagte, der Erlkönig, wenn Sie nachschauen, Sie sehen insgesamt vielleicht 10, 12 Seiten. Das wird sich Gott sei Dank im Laufe, ich denke, des nächsten Halbjahres so ändern, dass wir mit einer respektablen Zahl von Objekten in unserem Portal, ich will nicht Datenbank sagen, in dem Portal, ans Netz gehen. Die Deutsche Digitale Bibliothek, der Auftrag, den wir vom Bund bekommen haben, ist der klassische in einem System, das von Subsidiarität lebt, nämlich die größten Einrichtungen werden gebeten, dieses zu organisieren. Dazu gibt es ein Eckpunkte-Programm oder ein Eckpunkte, wie sagt man, ein Papier, ja, Papier ist immer gut. Das aber, ich empfehle es jedem zu lesen. Es ist ein Link auf der DDB-Webseite und es empfiehlt sich sehr, da reinzuschauen, weil dort im Grunde, wie das Grundgesetz dieser Initiative, alle wichtigen Elemente verzeichnet sind. Hier sehen Sie das und als Eckpunktepapier werden Sie das im Web schnell finden. Es geht darum, der Grundsatz ist Zugang zu Kultur und Wissen. Es ist der EU-Rahmen vorgegeben und dann der Hintergrund natürlich, wie ist der Sachstand in Deutschland. Es gibt eine Vielzahl von vorhandenen Webschnittstellen aus Datenbanken, Datenbeständen der Bibliotheken, Archive, Museen und darüber hinaus. Nur muss man die an eine Stelle zusammenbringen, so wie bei der Europäana. Man sagt, es soll in einem Portal als ein europäischer Auftritt zusammenlaufen. Ist dies bei der Deutschen Digitalen Bibliothek auch der Fall. Und das ist ein Angebot. Es ist keine Behinderung, dass jeder mit seinem eigenen Auftritt natürlich weitermachen kann, wie er will. Es ist sogar erforderlich, da wir bei den Digitalisaten im Verhältnis zu den Metadaten, bei den Digitalisaten sagen, wir gehen nur bis gewisse Grenzen mit der Auflösung dorthin und wer höher auflösende oder weitere Abbildungen braucht, holt sich diese ohnehin bei den Einzelnen. Die Kernaussagen, ich habe es gesagt, ist das zentrale Portal und das Ganze hat natürlich einen Zeitplan, der, wie eben gesagt, lautet, wir wollen im nächsten Frühjahr, Sommer damit am Netz sein. Ich halte mich da etwas im Ungewissen, weil uns die Qualität, sag ausdrücklich, die Qualität wichtiger ist, als ein bestimmtes Datum, einen Monat oder so etwas zu halten. Wir sehen, leichterer Zugang zu digitalen Inhalten. Die nationale Sammelstelle. Die Unterstützung für Einrichtungen, die Inhalte beitragen. Da gibt es Tausende und unter Umständen 1.500, 10.000. Kommunikations- und Informationsplattform, damit das Ganze läuft. Und wir haben eben von Herrn Rohde-Enslin auch den Hinweis bekommen, wie von Herrn Grabmann auch, man muss da natürlich auch unterstützend bis hin zum Thema Frage-Thesaurierung und so weiter einsteigen. Kooperative Arbeitsmöglichkeiten, also wir steuern auch die Zusammenarbeit der Einzelnen untereinander und dann sehen Sie Archive, Bibliotheken, Museen, Denkmalschutz, wissenschaftliche Einrichtungen. Dieses Haus genauso mit den Medien, was ja mehr und mehr Platz in der Wahrnehmung und auch in der Nachfrage der Menschen und die Nutzer sind eben nicht nur die Wissenschaftler, sondern das ist die Bevölkerung insgesamt hat. Und die Medien, ich will sie gar nicht alle weitergeben, spannend ist eben auch das Thema der dreidimensionalen Medien und ich glaube, Herr Grabmann hat am Anfang nochmal darauf hingewiesen, das Thema des Speicherns und das Thema, das durchs Netz zu jagen, ist heute nicht mehr das, was uns mal vor 20 Jahren berührte. Und die Zielgruppen, es sind alle. Es sind alle und für Deutschland, muss ich dann sagen, sollte man mit etwa 75, 80 Millionen Nutzern von den Einwohnern rechnen, also von allem, was irgendwie den Computer nur bedienen kann oder die Maus fahren kann. Auf dem Weg dahin haben wir von dem Fraunhofer-Institut in
St. Augustin eine sehr umfangreiche Studie bekommen, die uns dann auch das Ganze für ein technisches Konzept und in der Entwicklung der Software auf den Weg gebracht hat. Wir haben eine Ad-Hoc-Arbeitsgruppe und dann schließlich das Kompetenznetzwerk, in dem 13 Einrichtungen, ich schaue mal auf die Uhr, 13 Einrichtungen bisher versammelt sind, die die ganzen Sparten auch vertreten. Das sind die Bibliotheken, das sind die Archive, das ist das Filminstitut, also auch die neuen Medien, das ist die Denkmalpflege, das ist die Wissenschaftsgeschichte, also sozusagen die Metadaten hinter den Metadaten, das sind die Museen und mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die wir haben, unter einem Dach ein schon breites Spektrum der ganzen Vielfalt. Der Vorstand, Sie sehen es, Herr Batzinger, der heute Morgen gesprochen hat, dann die Bayerische Staatsbibliothek und das Landesarchiv Baden-Württemberg mit Herrn Griebel und Herrn Baumann. Und zum zeitlichen Ablauf deshalb das Thema Erlkönig. Ganz gesehen haben wir das noch nicht, aber es tut sich was. Am 30.11. letzten Jahres haben sich Kuratorium und Kompetenznetzwerk konstituiert. Die Deutsche Nationalbibliothek macht die technische Koordinierung des Ganzen. Prozesses sehr erfolgreich. Dann haben wir mit dem FITZ in Karlsruhe als eines der großen Fachinformationszentren jemand gewonnen, gleichzeitig Leibniz-Institut, die uns die IT-Werkzeuge und Speichersysteme entwickeln. Wir haben die Werkzeuge und Standards über unsere Arbeitsgruppen. Wir haben das Thema Benutzerschnittstelle und das Design, was in den nächsten Tagen dann auch irgendwie Anfang des Jahres, gehen wir von aus, durch den Staatsminister Neumann der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Und was uns natürlich bewegt, ich sagte, es ist urheberrechtsfreies und geschütztes Material. Es ist ein großes Thema und ein Thema, das man nicht so leicht nehmen sollte. Auch schon vor dem Hintergrund, wir sind in der Diskussion auch immer wieder mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Es gibt ja die Berliner Erklärung, die vorbildlich für die wissenschaftliche Gemeinschaft eben nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und international ist. Das war schon in gewissen Formen spektakulär, was da gelaufen ist. Aber dieselbigen sind natürlich die, die sagen, wir wollen das geistige Eigentum schützen. Und Sie merken, ich komme immer wieder zu dem Thema, es ist ein heißes Thema. Und wir haben es mit Jill Cassens, die eben schon genannt wurde, intensivst diskutiert und streben Lösungen an. Da kommt dann auch das Thema zu Datenüberlassungsvertrag. Das ist ganz wichtig. Wer Daten gibt, will wissen, was mit den Daten angefangen wird. Das ist, ich denke, vorbildlich bei der Europeana gelöst. Und ich hoffe, wir bekommen eine vergleichbare Lösung bei uns. Und schließlich das Thema Identifizieren von Dienstleistern. Uns ist klar, wir können nicht alles, was wir uns wünschen, im Eigenbetrieb machen. Wir können uns sehr wohl vorstellen, dass wir zusätzliche Werte über das, was wir anbieten, generieren. Das heißt, eine Stufe bis zum Endverbraucher noch mit einbauen. Nur da müssen dann natürlich Regelungen gefunden sein, die das so im Neudeutschen schaffen, was man als Win-Win-Situation bezeichnet. Jeder soll aus der Aktion herauskommen und sich dann auch die Meinung gebildet haben, er habe dazu gewonnen. Und schließlich und letztlich Verbreitungskonzept. Wir werden um die Jahreswende mit dem, was wir so schön Roadshows nennen, ins Land gehen, starten in Frankfurt, das könnte noch im Dezember geschehen, und dann in sozusagen über unsere Mitglieder des Kompetenznetzwerks und weitere in den Regionen, in den Bundesländern, auch bei Verbandstagen wie Archivaren und so weiter, Bibliothekaren auftreten und für die Sache werben und damit auch für die Mitgliedschaft. Sie sehen es, Öffentlichkeitsarbeit ist dann noch etwas weiteres. Das bezieht sich ja dann nicht mehr auf die Community, sondern es bezieht sich darauf, dass das, was wir an die Öffentlichkeit geben, von der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird und von ihr angenommen wird. Und dann eben, was ich schon sagte, dieses Thema der Geschäftsmodelle. Sie sehen, es gibt eine Reihe von Kooperationspartnern. Das, was das Institut für Museumsforschung, das ja hier
durch die Kollegen vertreten, morgen Frau Hagedorn Sauber noch einmal, auch sehr wohl in europäischen Kooperationen und internationalen Kooperationen, auf die sind wir genauso angewiesen. Die organisatorische Struktur ist das Aufsichtsgremium Kuratorium. Es ist das Kompetenznetzwerk, das durch die Geschäftsstelle vertreten wird und auf der anderen Seite den Portalbetreiber, das FITSAT. Und dann darunter, wo ich sozusagen über die Endmitgliederzahl mich jetzt nicht mehr weiter auslassen will, die weiteren Kultureinrichtungen. Im weiteren Umfeld ist es dann, Sie sehen es, von wem werden wir sozusagen oder sind wir gebeten, das zu machen? Es ist die Bundesregierung, es sind die kommunalen Spitzenverbände, es ist die Kultusministerkonferenz. Also all das, was bei uns den öffentlichen Bereich bestimmt, Bund, Länder, Kommunen. Aus denen heraus ist bestimmt dann auch oder die Beauftragung an das Kompetenznetzwerk gegangen, die eben diese drei Vorstandsmitglieder haben und die anderen 10 Mitglieder. Es gibt ein Kuratorium, das im Grunde das politische Aufsichtsgremium ist. 4 Vertreter des Bundes und der Länder, 1 Vertreter der Kommunen. Bund und Länder sind diejenigen, die das Ganze bezahlen. Hier sehen Sie, wie die Abläufe sind. Ich gehe mal da schnell durch. Neue Mitglieder wird es demnächst geben. Im Moment ist das im Grunde eine händelbare Größenordnung, mit der wir operieren können. Und schließlich und letztlich die 30.000 Kultureinrichtungen, die wir dazu haben. Der Stand, wir haben das abschließende Software-Release von Fraunhofer IAS jetzt vor 1,5 Wochen an FITS Karlsruhe geliefert. Letzte Woche war ich am Freitag dort und da hieß es oder am Donnerstag, es laufe. Es laufe, was immer laufen bedeutet. Jeder weiß, der neue Software auf ein neues System aufspielt, dass das eine große Bandbreite ist. Aber es klang nicht pessimistisch, sondern optimistisch, sei ganz deutlich gesagt. Die Testprozeduren laufen also, die Hardware steht. Ich habe es gesehen, ich durfte selbst Hand anlegen an die verschiedenen Server, was für jemand, der nicht aus der Computerwelt kommt, dann doch immer ein gewisses Ereignis ist. Die Testprozeduren laufen. Sobald dieses steht, wird die Datenaufspielung beginnen. Datenaufspielung erstmal aus dem Kreis der jetzigen Mitglieder des Kompetenznetzwerks und eines gewissen erweiterten Kreises, damit wir versuchen, konsistente Daten dort reinzubekommen, aber durchaus unterschiedlicher Natur. Das ist einfach wichtig, dass wir nicht nur aus einer Quelle bekommen, das weiß jeder von Ihnen besser als ich. Gleichzeitig ist das Thema Markenbildung und Logo und jetzt das Thema des Geldes. Ich sagte es eben schon, der Bund hat für die technische Vorbereitung 7,8 Millionen Euro aus den Mitteln des Konjunkturprogramms zur Verfügung gestellt, wo wir wirklich sehr dankbar drum sind. Bund und Länder stellen für die nächsten 5 Jahre je 1,3 Millionen, also zusammen 2,6 Millionen für den Betrieb des Netzwerkes und der Geschäftsstelle zur Verfügung. Nach 3 Jahren wird evaluiert, dann werden wir sehen, was es gebracht hat. Da sind wir auch darauf angewiesen. Und dann der untere Teil ist das Subsidiaritätsprinzip, das gelebte Subsidiaritätsprinzip. Den Rest zahlen die Einrichtungen. Da gilt aber auch der Grundsatz, und wenn ich von den großen und mittleren Einrichtungen eben gesprochen habe, so beziehe ich mich vor allem auf diese. Diese digitalisieren nun tatsächlich ihre Bestände schon selbst. Und da das schon einmal vom Bund und damit letztlich vom Steuerzahler bezahlt ist, geht dann der Bund auch davon aus und die Länder gleichermaßen, dass dieses nicht zum zweiten Mal bezahlt wird. Wir wissen, es reicht nicht und deshalb sind wir natürlich sehr daran, auch über Drittmittelakquise weiterzukommen, immer wieder genannt natürlich in so einem Zusammenhang die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die ja mit dem LIS-Programm durchaus vergleichbare Dinge schon über die letzten Jahrzehnte gefördert hat. Ich habe es am Anfang gesagt und hier nochmal den Bogen Europäer. Es gehört dazu natürlich dieser Datenüberlassungsvertrag und unterlegt mit dem, wie das denn technisch abläuft. Das ist alles bei der Europäer schon einsehbar. Und jetzt noch einmal den Blick auf die Webseite
um dann den Bogen zu gehen, damit Sie mal sehen, wie kann denn so etwas aussehen? Die Europäer zeigt es uns ja zumindest. Es wird sich nicht hundertprozentig entsprechen, aber hier sehen Sie sozusagen die Startseite, wonach man forschen kann. Und wenn Sie nach der Piazza San Marco fragen, dann bekommen Sie dann unten die Hits. Sie gehen weiter. Sie haben im Grunde das, was Herr Grabmann so schon technischerweise eben gezeigt hat, dann hier in der Webseite. Sie können das Ganze noch spezifizieren und das ist interessant, wenn Sie dann eben sehen, wonach Sie recherchieren können. Also ich gebrauche dann manchmal den unschönen Ausdruck der Rasterfahndung. Dieses ist natürlich wichtig, um aus den ungeheuren Mengen an Daten, die zusammenkommen, eine sinnvolle Recherche generieren zu können. Und hier ähnlich wird es bei uns aussehen. Und was auch kommen wird, ganz gewiss, ist natürlich, dass man auch themenspezifisch Vorgaben hat. Wichtig ist, dass ich erlebe das bei den Museen bei uns oder in diesem nächsten Jahr bei einem Projekt, das nicht nur die Schlösser und Gärten in Berlin, sondern auch die Stiftung Preußischer Kultur, Friedrich 300, also 300. Geburtstag von Friedrich dem Großen, wir bieten so ein Themenportal an, bei dem man dann schon eine vorkonfektionierte Suche hat. Es erleichtert das Ganze. Es sorgt aber auch dafür, dass dort ein hohes Maß an Umfänglichkeit und damit auch Erschließungsbreite und Erschließungstiefe gegeben ist, damit man nicht mit einem, aus der Autowelt gesprochen, stotternden Motor an den Start geht. Und das nur hier 2, 3 Bilder aus dem Ganzen. Im nächsten Frühjahr, Sommer, spätestens sehen wir uns im Netz wieder. Vielen Dank. Herr Schauerte, vielen Dank. Ich möchte Sie trotz möglichen Kaffeedurstes noch hier behalten, denn ich denke, auch zur Deutschen Digitalen Bibliothek wird es sicher noch Fragen geben. Ich habe eine Frage bezüglich der Rechte für die Datenüberlassung. Also die Europeana ist da jetzt auf die sogenannte CC0-Lizenz umgestiegen, die auch nicht einmal die Attribution erfordert der Daten. Wird das für die Deutsche Digitale Bibliothek auch so sein, dass also nicht mal die Namensnennung der Quelle mehr erforderlich ist für Metadaten? Das ist eine gute Frage, wo wir wirklich in einem intensiven Diskussionsprozess drinstecken. Sie haben, und da war sehr hilfreich, was Herr Grabmann am Anfang gezeigt hat, ich würde mich auf die Hinweise, die Herr Grabmann gegeben hat, beziehen. Bei den Archiven ist, sagte er, fast die Abbildung das Unwichtigste, während die Erschließung das wichtigste Element darstellt. Mit Urkunden, unter Umständen in Schriften, in Sprachen, in Handschriften, mit denen man relativ wenig anfangen kann, ist nicht zu gewinnen. Entsprechend hoch ist dann der Einsatz der Wissenschaft, um die Sachen überhaupt bearbeitbar und recherchierbar, das ist ja bei den Metadaten, recherchierbar zu machen. Die Kollegen aus den Archiven, aber auch aus den Museen, die sagen, die Basisdaten sind wie bei Bibliotheken zu behandeln, also klassischen Bibliotheken. Die weiteren Daten sind eine hochkomplexe wissenschaftliche Erschließung, in der Urheberrecht, das hat ja nichts zu tun mit Vervielfältigungsrechten, da müssen wir in Deutschland immer sauber unterscheiden. Die spielen da rein und da wäre man, ich sage es konjunktivisch, wäre man höchst unzufrieden, wenn es auf ein Modell wie CC0 hinausliefe. Das darf man wirklich sagen, das ist auch nicht eine Indiskretion. Jetzt habe ich gleich mehrere Meldungen. Ich habe auch Sie nur eine kurze. Ich habe das Mikrofon, darum spreche ich da mal rein. Nur eine kurze Anmerkung dazu, was Sie von, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in Ihrem Vortrag nämlich gesagt habe, ist, man möchte ja wissen, wo seine Daten hingehen. Das Ganze ist ja eigentlich eben umgekehrt. Ich informiere ja auch niemanden, wenn ich ihn zitiere oder ähnliches. Also man hat immer, wenn man die Daten betrachtet, natürlich ein Interesse dran, wo kommt das her. Man hat aber eigentlich, also ich habe das ganz häufig in diesem Bereich schon mitgekriegt, dass mit den Daten so umgegangen wird, als hätte man ein
verbrieftes Recht darauf, wie dann hinterher zwangsläufig damit umgegangen wird. Und so habe ich Sie vorhin eben auch verstanden. Aber wie gesagt, auch wenn Daten unter CC0 veröffentlicht wird, der gute Stil zu zitieren und anzugeben, wo Daten herkommen, um selber auch glaubwürdig zu sein, der bleibt ja. Ja, ich würde da gerne etwas zu kommentieren. Also ich will jetzt nicht über Politikerschicksale reden. Das liegt mir völlig fern. Aber der Hinweis bei den Creative Commons Licenses, dass dort der Begriff des sozusagen die einfachste, die unterste Kategorie ist CC BY. Und wenn ich zitiere, ich will ja als Zitierter gar nicht wissen, wer mich zitiert hat, sondern ich will wissen, dass ich zitiert werde. Dass Hinweise auch quasi in wissenschaftlichen Stammbäumen weitergegeben werden. Jeder, der wissenschaftlich arbeitet, ärgert sich über falsche Zitate, über übernommene Zitate, wenn ich schon gar nicht mehr weiß, woher Quellen sind, wer etwas zu etwas gesagt hat, aus einem wissenschaftlichen Kontext, dann ist das wertlos oder wertloser als mit. Und das ist nichts anderes, wie wir in den Museen, jetzt rede ich als Museologe, ein Objekt im Museum, ein Objekt am Kunstmarkt für uns ist wertlos, wenn es über die Herkunftsangabe, der Pedigree, wie man sagt, wenn dieses nicht mehr dort ist. Der Kontext ist enorm wichtig. Das Objekt als solches hat unter Umständen einen Marktwert, aber es hat einen enormen Verlust am ideellen Wert und einen Totalverlust am wissenschaftlichen Wert. Und da muss ich einfach auch als Wissenschaftler sagen, für die Gemeinschaft der Wissenschaftler noch sprechen, zumindest dieses muss gewährleistet sein. Matthias Schindler hat sich das Mikrofon erobert. Ich mache es ganz kurz. Ich möchte die Frage von vorhin beantworten, wie es denn mit CC0 bei den Metadaten in der Deutschen Digitalen Bibliothek aussehen wird. Das aktuelle Modell versucht die Quadratur des Kreises und definiert einen Kern-Metadatensatz, der eher unter CC0 sein soll, muss, fügen Sie hier das passende Modalverb ein, und darüber hinaus wird es den 30.000 den einzelnen Kultureinrichtungen freigestellt, ob sie darüber hinaus ihre Metadaten ebenfalls unter einem Lizenzmodell herausgeben, die für den Einsatz in Europeaner einsetzbar sind. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Die DDB ist zuerst einmal der deutsche Beitrag zu Europeaner, und es wäre etwas seltsam, wenn an diesem Punkt die DDB ein Lizenzmodell wählt, das den Einsatz der Daten in Europäern nicht ermöglichen würde. Ob man am Ende mit dem Kerndatensatz, das dann verpflichtend ob CC0 ist und darüber hinaus fakultativen Angaben, das lösen kann, wird vermutlich genau die Zeit sagen, wie alle anderen offenen Fragen in der Praxis gelöst werden müssen. Es gibt natürlich gute Gründe, möglichst viel unter CC0 herauszugeben und am Ende auch vor allem dafür zu sorgen, dass die Digitalisate gemeinfreier Werke ebenfalls zur Weiternutzung bequem zur Verfügung stehen. Man hat ja vorhin bei dem Vortrag von Herrn Rohde-Enslin gesehen, dass zum Teil ziemlich wild herumdigitalisiert wird und nach rein lokalen Interessen und auch mit unterschiedlicher Qualität. Gibt es denn in Ihrem Netzwerk so eine Art Prioritätenliste, was wichtig ist und was als erstes digitalisiert werden müsste? Und haben Sie zum Beispiel einen Bildauflösungsstandard, den Sie den verschiedenen Teilnehmern dann vorschreiben? Es ist eher umgekehrt, also es kam eben das Wort vom, das Web ist frei, ja. Einerseits, dadurch, dass wir von Kulturerbe oder nationalem Kulturerbe reden, gibt es natürlich zumindest einen Hinweis auf die Wichtigkeit und Bedeutung des Ganzen. Jetzt ist es aber eine Schwierigkeit festzustellen, à la longue. Im Anfang müssen spektakuläre Sachen noch rein, damit die Attraktivität da ist. Das sind aber andere Dinge, um überhaupt in die Öffentlichkeit angemessen hineinzukommen, festzulegen, was ist wichtig und was ist unwichtig. Das wird sich ja spätestens dann, wenn große Datenmengen drin sind, ohnehin ausgleichen. Denn alle, die damit befasst sind, sagen, technischerseits sind die Datenmengen am Ende irrelevant. Wichtig ist die Verknüpfungsmöglichkeiten, die Suchmöglichkeiten, dass ich auf möglichst viele Informationen treffe, die ich dann sind wir wieder nach Wichtigkeit, aber nach meiner persönlichen Wichtigkeit
sortieren kann. Da wäre es schon wieder fatal, wenn ich zu sehr dirigistisch eingreife. Deshalb ist für uns das Wichtigste, dass das System möglichst elaboriert ist. Die Straßenverkehrsordnung, Herr Grabmann hat auch darüber gesprochen, das ist wichtig, dass einfach die Daten so da reinkommen, dass man was mit anfangen kann. Das ist eher, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich die größere Schwierigkeit, als dass wir sagen, wir sortieren das vor. Da hätte ich echte Probleme mit. Und diese Schichtung, die wir dann Gott sei Dank auch haben zwischen sozusagen der nationalen Ebene, der Länderebene, der kommunalen Ebene, die zeigt ja auch, dass es auch eine Schichtung von Wichtigkeiten gibt. Und Europa, ich habe es gesagt, das Subsidiaritätsprinzip gibt im Grunde auch diese Politik vor. Es gibt nicht die europäische Kulturpolitik in diesem Sinne, dirigistischerweise, die wird von der Kommission befohlen, sondern die Kommission gibt es zu Recht schnell wieder in der Kaskade runter. Ich kann Ihnen da nicht weiter zu helfen. Ich würde auch, glaube ich, gegen die Grundsätze dessen, was man sich darunter vorstellt, eben Freiheit, auch die Freiheit im Gegensatz zu anderen Marktanbietern, die genau nach den anderen Grundsätzen haben, nämlich was am attraktivsten ist, was sich vielleicht am besten verkauft. Da möchten wir nicht hinkommen. Ja, wir haben ja ganz viel über Europäer erfahren in dem Vortrag und haben auch gelernt, dass die DDB so ähnlich oder genauso gut funktionieren soll wie die Europäer. Da stellt sich mir spontan die Frage, was kann die DDB denn besser als Europäer? Vielleicht etwas ketzerisch gefragt, wozu brauchen wir die? Das eine, kann ich nur sagen, ist wieder das Thema der Subsidiarität. Es sollte eine Zwischenschaltung auf nationaler Ebene geben, wo die Abstimmungen im Lande gemeinsam laufen. Das heißt, die Zuarbeit zu dem Ganzen ist von der Europäer schon erstmal angelegt, dass die DDB zuarbeitet. Da sind die nationalen Kontexte ganz klar, das ist auch Beschluss der Ministerkonferenz in Brüssel. Und das ist das eine. Das andere ist, Europa, solange wir nicht diese Vereinigten Staaten von Europa haben, lässt natürlich ausdrücklich den freien Raum für die nationalen Auftritte und für die regionalen Auftritte. Das heißt, es wäre, ich habe es eben Herrn Gilb gesagt, es wäre geradezu widersinnig zu sagen, das brauchen wir nicht. Es reicht ja, wenn die Leute direkt alles an die Europäer liefern. Das nächste ist auch die Frage der Finanzierung. Das ist das nächste Thema. Wenn Europa nicht bezahlt, weil sie nicht bezahlen dürfen. Es ist so, wie ich sitze nun in verschiedenen Gremien in Brüssel mit Regelmäßigkeit dabei. Da kommt nichts. Auch das ist ein Prinzip. Und dann natürlich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es ist ja ein bisschen das Bazar-Prinzip. Je mehr sich auch konkurrierend untereinander, und das sind dann auch die nationalen Auftritte, bemühen, desto angestrengter arbeiten die Einzelnen. Auch darauf sollte man setzen. Das führt durchaus, ich habe einmal diese Aufstellung eben gezeigt, zu Quantitäten. Es führt aber auch, da bin ich sicher, zu Qualitätssteigerungen. Und was kann sie besser? Ich habe ja gesagt, warten Sie ein bisschen noch ab. Und es wäre, glaube ich, jetzt nicht angemessen von mir, da auszupacken. Sie haben mich gebeten, darüber zu reden, aber ich kann Ihnen nur vorstellen, was ich habe und nicht mich in Spekulationen ergehen. Gut, die letzte Frage in diesem Ich habe eine Frage zur Begrenzung der Inhalte. Wenn man im Katalog der Petersburger Russischen Nationalbibliothek blättert, findet man ungefähr 200, ich habe sie nicht gezählt, verschiedene Gebrauchsanweisungen vom Bügeleisen auf Russisch, die nur aus einem Zettel bestehen. Soll jeder bedruckte Zettel mal digitalisiert werden? Also, da müssten Sie Herrn Rohde-Enslin fragen, als Kulturhistoriker, als Ethnologen, der würde Ihnen sagen, selbstverständlich, ist Kulturgut. Und nehmen Sie eine deutsche Gebrauchsanweisung und eine mit einem Sprachcomputer übersetzte Gebrauchsanweisung eines koreanischen Objektes aus den frühen 90ern. Sie werden Ihre helle Freude haben. Gut,
Das Schöne ist, wenn ich jetzt uns allen erlaube, Kaffee zu trinken, verbiete ich damit ja nicht, dass es weitere Fragen geben kann, sondern sage einfach nur, die könnten in einem anderen Rahmen jetzt weitergestellt werden. Vielen Dank. Danke.